Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir machen jetzt erstmal mit Yoshimos Tagebuch noch ein bisschen weiter. Da bin ich ja irgendwo hier stehen geblieben. Blasse Frau im schwarzen Leder, ich brauche keinen. Bla bla bla, Irenikus forderte ein Fluchgelübde von mir. Ja. Wir gehen nach Süden. Ihr habt Katla, offensichtlich wurde diese unterirdische Festung nicht an einem Tag gebaut. Seit wir ankamen, war Renikus beschäftigt, von seinen neuen Gästen ausgiebig Gebrauch zu machen. Er möchte nicht, dass ich ihm bei seiner Arbeit im Weg stehe, und ich habe nicht den Fehler gemacht, nochmal vorbeizuschleichen, um einen flüchtigen Blick zu erhaschen. Die Schreie gehen mir auf die Nerven, deshalb bin ich durch die Straßen gefahren, um mich davon abzuhalten, darüber nachzudenken, was sich da unten ereignet. Was immer er ihnen antut, ich wünschte, dass er sich beeilen würde. Bodhi hat ihre Zeit damit verbracht, sich selbst in den Straßen der Stadt einzurichten und nach den Schattendieben zu jagen. Sie hat jedoch bestimmt auch schon früher mit ihrer Arbeit begonnen. Ich versuche einen Bogen um die kurzen, brutalen Auseinandersetzungen zu machen. Ich fühle das Verlangen, sogar einen gewissen Abstand zu bewahren. Irenikus widmet mir nicht viel Aufmerksamkeit, und ich habe es geschafft, einige seiner Papiere zu studieren, die, wie ich glaube, nie für meine Augen bestimmt waren. Es gibt viele Notizen über Talisa und über ihr Potenzial. Früher wurde ich zu sehr verrückt gemacht, um mich über seine Motive zu wundern. Eine weitere Notiz fand ich, ein abgefahrenes Sendschreiben des Eisenthrons mit Anweisungen an die Beamten in dem Gebiet von Baldur's Tor. Alle früheren Anhänger von Sarivog Anchev, denen es gelungen ist, Talisas Angriff zu überleben, zu finden und hinzurichten. Der Thron duldet kein Doppelspiel. Die Wiste schließt Winski Perorate, Angelo Dossan, Tassok den Oger, ein Beschwörer namens Semash, Setandria und Tamoko ein, ist aber nicht darauf beschränkt. Schließlich hat Irenikus Pläne für mich und Talisa. Er will in einem sinnlosen Unterfangen den ganzen Weg zu seinem nächsten Lager führen. Er will Talisa in einem sinnlosen Unterfangen den ganzen Weg zu seinem nächsten Lager führen, eine Art Test dieses angeblichen Potenzials durchführen, und er will, dass ich in ihre Gruppe eindringe, sodass ich ihren Fortschritt überwachen kann. Natürlich muss ich auch zuerst wegen der Vertrauenswürdigkeit eine Zeit lang in einem Käfig liegen. Es ist allgemein eine schlechte Idee, einen Geas zu beschwören, wenn ihr anstelle von Knien und Gehirn Kummer habt. Der Eintrag wurde offensichtlich eilig geschrieben und blieb undatiert. Auch wenn die Ereignisse nicht genauso weitergingen, wie Irenikus geplant hatte, ist der Mann ein Meister. Nach Talisas vorzeitiger Flucht und Umkehr davon hat alles mit furchterregender Genauigkeit Gestalt angenommen. Und ich bin nicht weitergekommen, herauszufinden, ob dies bei der Rache ist, diese düstere Unklarheit. Ich habe mich tatsächlich in Talisas Gruppe eingeschlichen, und ich weiß nicht, ob sie Tamoko. Weiß nicht, ob sie Tamoko tötete. Ich weiß es nicht. Mögliche Wörter sind im Überfluss vorhanden. Ich schulde einigen von ihnen mein Wort. Und doch, jetzt macht es keinen Unterschied, stimmt's? Wir singen heute Abend zur Zauberfeste. Aber ich bin verdammt, wenn ich irgendjemand diesen Beweis meiner Verzweiflung finden ließ. Das ist mein letzter Eintrag in das Tagebuch. Ungefähr ein Drittel der Seiten bleibt leer. Also, das ist der letzte Eintrag. Ja. Das können wir mal aufheben. Ja, keine große Herausforderung. So, jetzt wo wir. Eigentlich supi ausgeruht sind, unser Inventar geleert haben. Bis auf ein paar kleine Sachen. Schade, dass da nichts mehr reingeht. Können wir uns jetzt erstmal die Docks zum Schmied wagen? Denn ich habe ja schon einiges, was ich zusammenschmieden will. Und da dann erstmal die vier Teile.
Detox. Ja, wir haben doch etwas vor. Nämlich das hier. Einmal möchte ich das bitte löschen, weil 4 Kack ist tot. Ja, der Lich am Stadttor, in Anführungszeichen leicht. Teile zu oberlich. Ja, Lich im Kanal im Tempelbezirk, Lich im Brückenviertel töten und alles ins Hafenviertel bringen. Aber erst wenn wir die richtige Bewaffnung dafür haben. Dafür müssen wir erstmal zu Cromwell. Und dann haben wir ja noch auf der World Map die 3 Gebiete hier. Und die wachende Festung hätten wir eigentlich auch noch, aber nö. Auf die wachende Festung habe ich ehrlich gesagt keinen so großen Andrang jetzt im Hauptspiel. Wir können mal reingucken. Aber wenn, dann werde ich sie wahrscheinlich eh erst im Thron des Baal machen. Fragt, was immer ihr wünscht. So, hi. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Eine angenehme Nacht wünsche ich euch. Schön, euch wiederzusehen bei der Schmiede. Braucht ihr was Spezielles? Ja, besitze ich irgendetwas, aus dem ihr einen Gegenstand schmieden könntet? Kann ich nichts sagen. Darf ich meinen Blick in eure Ausrüstung werfen? Hey, was haben wir denn hier? Was haben wir denn da? Ein Blitzhammer, Ogerkraft-Handschuhe, ein Gürtel der Frostriesenstärke und eine Rolle mit dem wahren Namen des Donnerhammers, Cromferrière. Das ist ja eine Sammlung, bei der selbst der Seelenschmied Augen machen würde. Daraus könnte ich euch den Cromferrière schmieden. Natürlich, ihr seid interessiert. Was würde mich das kosten? Zunächst einmal 10.000 Gold für die Arbeit und kein Heller weniger. Und weil mein Lehrling nicht da ist, ja, her damit. Wie erwünscht. Bei einem solchen Auftrag fangen wir besser gleich an. Keine unnötige Zeit vergeuden, nicht wahr? Zum Glück haben wir mehr als genug Geld gemacht. Das ist, glaube ich, auch das teuerste, was wir herstellen können. Und eine der Sachen, die ich, glaube ich, nie hergestellt habe. Weil ich eigentlich nie an so einem Hammer interessiert war. Da habe ich lieber die Handschuhe und den Gürtel so verwendet. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Nun, ich denke, wir sind soweit. Gesorgt seid damit um. Wenn ihr wieder mal was findet, wisst ihr ja, wo ihr es hinbringen müsst, nicht wahr? Ja. Cromferrière, das ist der wahre Name der Waffe, die der zwergische Waffenschmied Silgerklinge ihr gab. Er hat sie für seinen Sohn angefertigt. Leider starb sein Sohn, bevor die Waffe fertiggestellt wurde. Doch jetzt habt ihr sie vollendet. Ein Meisterwerk, das aus dem ursprünglichen Hammer Ohrkraft hat schon einem Gürtel der Frostriesenstärke entstanden ist. Cromferrière verfügt über alle Fähigkeiten des ursprünglichen Hammers, verleiht seinem Träger eine enorme Stärke und kann Golems, Etits und Trolle mit einem Schlag töten. Der Träger erhält 25 Stärke, wird ein Steingolem, Turngolem, Etit oder Troll von dem Hammer getroffen, wird er augenblicklich getötet. ETW minus 5, 2W4 plus 3. Das heißt, ich habe jetzt den ETW von minus 10. Stärke von 25. Ich könnte 6.600 LBS schleppen. Nur dank dieses geilen Hammers. Den habe ich so 19, ja. So, was machen wir als nächstes? Den Bogen hätte ich gerne. Der ist nicht ganz so besonders. Ja, zeigt, was ich besitze. Darf ich mal sehen? Das ist eine Art Schwert, nicht wahr? Lass mal sehen. Ja, ich denke schon. Ihr habt den Heft und die Klinge eines Langschwertes. Ein Edelstein von großer Macht ist auch dabei. Daraus könnte ich euch ein mächtiges Schwert schmieden. Was würde das kosten? 7.500? Klingt vielversprechend. Wie erwünscht. Gut, dann fangen wir mal an. Das ist jetzt der Ausgleicher erstmal. Scheinbar guckt er sich auch das Zeug in unserem Nimmervollen Beutel an.
Und ja, ich werde alles schmieden, was wir schmieden können. Aufs Geld brauche ich nicht zu achten. Wir haben ja 200.000 rum. Also kann ich ruhig einen Batzen davon ausgeben. Ich brauche einen Schluck starkes Sörgenbier. Ja, wir haben schon fast 300.000. Also ja, der Ausgleicher. Der Ausgleicher Langschwert. Das Schwert existiert schon so lange, dass sein Ursprung in Vergessenheit geraten ist. Die Zeichen auf dem Schwert deuten jedoch darauf hin, dass es im Namen Helms gefertigt wurde. Die Waffe wird auch als Schwert der Neutralität bezeichnet und dient offenbar dazu, Wesen von der extremer Gesinnung auszulöschen, damit das Universum einen Zustand harmonischen Gleichgewichts erreicht. Je weiter sich jemand von dem wahren Gleichgewicht entfernt hat, desto mehr Schaden richtet das Schwert bei ihm an. Besondere Fähigkeit. Der Träger ist gegen Verzauberung und Verwirrung immun. Das Schwert kann jeden Gegner so verletzen, als wäre seine magische Waffe plus 3. ETW 0 und Schaden. Gegen absolut neutral plus 0. Gegen chaotisch neutral und rechtschaffen neutral plus 1 auf ETW plus 2 auf Schaden. Gegen neutral gut und neutral böse. Also nach oben unten verschoben. Nicht nach links rechts. Plus 2 plus 4. Gegen alle anderen Gesinnungen, also die in den Ecken, ist es plus 3 plus 6. Also ja, was ich gerade meinte, man muss sich die Gesinnungen wie ein 3x3-Feld vorstellen. In der Mitte ist absolut neutral. Links ist rechtschaffen neutral, rechts ist chaotisch neutral, oben ist neutral gut, unten ist neutral böse. Das ist also das neutrale Kreuz sozusagen. Und in den Ecken sind da die Extremgesinnungen, gegen die das Ding die meisten Schaden macht. Kann nicht verwendet werden von Druiden, Klerikern, Magiern. Das heißt, ich kann es nicht Yahira geben, schade. Könnte es Minz geben. Oder ich gebe es einfach mal Keldon. Der hätte damit ein ETW von 0, was nicht so gut ist. Deswegen bleibt er mal bei dem Schwert, wo er ein ETW von minus 5 hat. Und das Schwert geben wir zum Verkaufpreis. So, was haben wir als nächstes? Darf ich mal sehen? Was ist denn hier? Ein Teil des Bogens sieht wie eine von Gesins Arbeiten. Ja, das ist Gesins Arbeit, ohne jeden Zweifel. Sowohl die Sehne als auch der Schaft. Daraus könnte ich einen Kurzbogen des berühmten Bogenmachers fertigen. Eine wirklich mächtige Waffe. Was würde das kosten? Wieder 7500. Jo. Und dann fangen wir an. Langsam auf die Nerven. Nun ja, geht's auch so damit um. Das ist jetzt Gesins Kurzbogen. Der außergewöhnliche Bogen wurde von dem Meisterbogner Gesin angefertigt. Oder Gesin. Die Waffe bezieht ihre Energie von einer anderen Ebene und verschießt Blitze statt Pfeile. Daher benötigt sie auch keine Munition. Man sagt, dass sich Gesin mit dem Erlös vom Verkauf dieses Bogens zur Ruhe setzen wollte. Dummerweise wurde sein Leben von einem Dieb beendet, der ihm den Bogen stahl und ihn dann damit tötete. Der Bogen schützt seinen Träger auch vor Elektrizität. ETW minus 4, was sehr mächtig ist, dadurch, dass auch noch extra Schaden verursacht wird. Ist das die perfekte Wahl für Imoen? Weil der hier macht... Steht nicht mal da, wie viel der macht, aber er ist nur ETW... 3. Ich behalte aber trotzdem mal beide, sicher ist sicher. Pfeile haben wir ja mehr als genug noch. Pfeil plus 2. Eispfeile. Ja, Schleuderkugeln müssen wir halt irgendwann mal kaufen. Dann gib mal die Pfeile zu Minsk.
dass er die da einsortieren kann.